Vor einem Jahr war sie die Eröffnung der Kampfkunstakademie am Standort Hohenmölsen. Und da sei schon mal ein Blick zurück erlaubt. Tja, wir haben vor einem Jahr, wie du schon gesagt hast, angefangen, hatten eigentlich auch große Resonanz von Anfang an. Was uns leider noch nicht gelungen ist, eine reine separate Kindergruppe zu eröffnen, aus mangels Nachfrage. Also wir hatten damit angefangen, war aber leider zu wenig Kinder da, die dann eine separate Kindergruppe machen. Ansonsten ist es eigentlich gut angenommen worden hier in Hohenmölsen. Ja, wir haben ja zum Herbstmarkt auch eine Wettkampfmannschaft gestellt, die Wing Chun Nami, und haben dann auch auf Anhieb den Pokal gewonnen, den wir natürlich dieses Jahr wieder verbissen verteidigen wollen. Aber ansonsten können wir eigentlich sagen, wurde es sehr gut aufgenommen hier. Ich wollte natürlich erst einmal wissen, welche Kampfsportart hier gelehrt wird. Da wurde ich allerdings gleich eines Besseren belehrt. Also musste ich korrigieren, Kampfkunst. Also die Kunst zu kämpfen, weil es bei uns um Selbstverteidigung geht. Also nicht um sportliche Regeln, faire Regeln mit Schiedsrichter und Graduierung Gewichtsklassen, sondern um reine Selbstverteidigung. Von der Geschichte her kann man sagen, es ist ca. 350 Jahre alt, wurde in China entwickelt, und zwar von einer buddhistischen Nonne. Diese Nonne hat der Legende nach einen Kranich und eine Schlange beobachtet. Der Kranich wollte die Schlange fressen, die Schlange sah das nicht so richtig ein. Und aus diesen Bewegungen heraus hat die Nonne dann praktisch ein eigenes Kampfkunstsystem entwickelt. Kurze Zeit später hat sie bei ihrem wöchentlichen Tofu-Kauf in einem Dorf gesehen, wie ein Schläger eine hübsche Frau belästigt hat. Sie hat ihr angeboten, sich in ihrer Kampfkunst weiterzubilden. Das hat sie auch gemacht. Und der Legende nach soll später, als der Schläger dann die Frau gesehen hat wieder, soll er sie angegriffen haben und sie soll ihn wohl besiegt und getötet haben. Die schöne Frau hieß Leuchtender Frühling Yim Wing Chun, und daraus entstand dann auch der Name für den Stil Wing Chun. Ist wie gesagt eine südchinesische Kampfkunst und hatte dann über viele Jahre, naja, unter dem Deckmantel der Geheimgesellschaften, der Triaden gelebt. War eigentlich nicht mehr bekannt als 3-4 Leuten. Und in den 60er Jahren hat dann ein Meister des Wing Chun mit Namen Yip Man den Stil in Hongkong erstmalig öffentlich, nicht nur in der Familie, sondern auch an Restaurantfacharbeiter, Kellner, Köche, Rechtsanwälte, Polizisten weitergegeben. Ja, und einer seiner bekanntesten oder berühmtesten Schüler, so kann man das sagen, war der Schauspieler Bruce Lee, der ja dann in den 70er Jahren mit seinen Action-Movies, mit seinen Kampfsport- und Kampfkunstszenen dort weltweit bekannt wurde. Ja, und seitdem ist diese dann auch nach Europa gedrungen. Frank Petzold hat vor 20 Jahren mit dieser Kampfkunst begonnen und bis zur Meisterschaft weiterentwickelt. Und nun haben wir einen kleinen, aber feinen Verband, die Wing Chun Combat Federation, und unterrichten das hier im mitteldeutschen Raum, vorrangig Halle, Leipzig, Merseburg, Bad Dürrenberg, Hohenmölsen und Zeitz. Welche Voraussetzungen müsste ich oder derjenige mitbringen? Es gibt überhaupt keine Voraussetzung, keine Grundvoraussetzung. Eine ganz normale körperliche Beweglichkeit ist ausreichend. Da das Wing Chun, wie gesagt, kein leistungsorientierter Sport ist, sondern eine reine Selbstverteidigung. Und auf der Straße kann ich auch nicht den Gegner erstmal bitten, dass ich 20 Liegestütze mache, um mich warm zu machen. Es muss also sofort gehen. Die Beweglichkeit, die ich brauche, um einen Bus zu steigen oder Treppen zu steigen, reicht aus. Selbst bei körperlichen Gebrechlichkeiten, also ich habe einen Schüler, der nur noch 5% Restsehfähigkeit hat durch eine Erbkrankheit, also fast blind ist, der aber das Wing Chun, da es über taktile Reize geht und nicht über die Optik, sehr gut unterrichtet und selber schon Schüler hat. Aber auch Gehbehinderung oder Rollstuhl ist in dem Fall nicht irgendwie ein Hindernis. Vielleicht haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt, sich mal näher mit dieser Kampfkunstart auseinanderzusetzen. Die Trainingszeiten sind jeweils dienstags um 20.30 Uhr und donnerstags ab 18 Uhr hier im Kirschberg-Center in Hohenmölsen.